Moin Leute, was geht bei euch? Tommy Dies wird zusammen mit Katja May am Start und wir machen ja weiter mit Deponia, Fragezeichen. Genau. So, wie sich die Leute das bestimmt hundertfach in den Kommentaren gewünscht haben, legen wir mit dem zweiten Spiel nach. So sieht's aus. Ja, also es heißt Chaos auf Deponia. Ich habe nochmal gegoogelt. Es scheint das Richtige zu sein, weil ich ja 4 davon habe. Und ja, ich würde sagen, Neustart. Also was schon mal auffällt ist, man hat die Möglichkeit, die Spiele nochmal zu spielen. Oder so. Videos und so weiter nochmal anzugucken. Also scheinen was aus dem ersten Teil gelernt zu haben. Ich bin mal gespannt. Ab geht er, der Peter. Hm? Was soll das denn? Ist das nicht Frau Hinkels Schrottpresse? Nein, das ist die Schrottpresse von meinem Kutter. Du musst mir helfen, sie zu reparieren. Die sieht aber genauso aus wie Frau Hinkels Schrottpresse im Tutorial von Teil 1. Och, das merkt schon niemand. Die Leute, die Teil 1 gespielt haben, brauchen doch gar kein Tutorial. Ich wette, sie werden es trotzdem spielen, weil sie gar nicht genug von mir bekommen können. Aber ohne mich. Ich werde das Tutorial nämlich garantiert nicht nochmal über mich ergehen lassen. Es war schon beim ersten Mal dämlich. Ach komm schon. Ein wenig Wiederholung kann doch nie schaden. Und wie erklärst du dir dann diese Brandblase hier? Die habe ich mir geholt, als ich wiederholt auf deine bescheuerte Herdplatte gefasst habe. Nur weil du eben nie dazulernst. Im Gegenteil. Ich habe ein geradezu fotografisches Gedächtnis. Ach ja? Weißt du denn auch noch, wie man das Interface benutzt, um jemanden anzusprechen? Oh, ich finde das gerade richtig gut. Ich muss hier mal kurz zwischengrätschen. Ich höre deinen Ton komplett mit. Das ist irritierend. Das ist nicht schlimm. Ich habe mich deins auch bei mir gehört. Sie haben offensichtlich cool an der Soundqualität deutlich was gemacht, ja. Ich drehe mal hier ein Stück leiser. Ich auch. Steuere Rufus mit nächstgelegenen Charakter automatisch ausgewählt. Scheint alles gleich geblieben zu sein. Oh, mit R3 kann man alle interaktiven Gegenstände anzeigen. Ist, glaube ich, neu. Das ist neu, ja. Nein, wir überspringen das Tutorial natürlich nicht. So. Ach, jetzt schaltet das mit dem Analogstick das einfach durch, anstatt den Cursor zu ziehen. Oh, das ist neu. Ja. Du hast alles vergessen, stimmt's? Hab ich nicht. Warum sprichst du mich da nicht an? Ach so, ja, ist ja gut. Und? Passt du auch gut auf? Aber sicher. Das will ich auch hoffen. Sonst wirst du niemals kapieren, wie... Wenn jemanden anspricht. Wie man jemanden anspricht. Aber das hast du doch gerade gemacht. Das war ja auch simpel. Was du aber noch nicht weißt, ist, wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha. Nicht wirklich. Okay. Bei mir? Was ist das? Das ist der Reaktor-Lotkopf. Im letzten Spiel war es noch ein Kathodenstümpel. Glaub mir, es ist der Lotkopf. Du brauchst ihn, um die Presse zu reparieren. Und wie soll ich das bitte schön machen, wenn ich ihn nicht mal mitnehmen kann? Manu, wo ist er denn? Du hast ihn in dein Inventar gesteckt? Da, wo alle deine Gegenstände hinkommen? Okay, sie haben auf jeden Fall die Steuerung etwas überarbeitet. Ich weiß nicht, ob ich das mag, dass es hin und her springt. Ich hätte gerne diesen Cursor, den ich selber steuere. Okay. Aber ja, muss man halt für sich selber sehen. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Viereck. Sieh her, Boso. Ich habe das Teil repariert. Das glaube ich erst, wenn ich es im Einsatz sehe. Ich weiß, meine Bastlerfähigkeiten sind unglaublich. Unausfällige Aussprache. Sehr unauffällig.
Knopf. Da passt bestimmt nicht das Yin und Yang rein in die Aussparung. Es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Stimme ist einfach so brutal geil. Dieses Ding soll ich also reparieren. Genau. Aber du musst vorsichtig sein. Vorsicht ist was für Leute, die nicht mit Überraschungen umgehen können. Aber in diesem Fall wäre die Überraschung der Pressenstempel, der dir mit der Kraft einer herannahenden Dampfwalze den Schädel... Psst! Du verderbst mir noch die ganze Überraschung. Also ich find's gut, dass sie die beiden Stimmen tatsächlich behalten haben. Ja. Das hat auch viel Charme ausgemacht. Absolut. Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Rufus, nicht! Du stehst direkt unter der... Keine Panik. Ich falle bestimmt nicht zweimal auf dieselbe lahme Schlusspointe rein. Also, wie war das gleich? Ich habe hier auf diesen Knopf gedrückt und dann... Wurde sie zerquetscht, ja. So lahm fand ich die jetzt gar nicht. Sie kamen aus dem Nichts. Mit ihren Kreuzern, Plasmawaffen und mechanischen Bärten. Mechanische Bärte, ich komme aus Organisch. Sie drangen mit Gewalt in unser Dorf ein und hinterließen nichts als Trümmer und Tränen. Sie waren auf der Suche nach Goal, einer Elysianerin, dem Mädchen, das vom Himmel gefallen war. Und nur einer war bereit, sie zu retten. Er weckte sie auf, kontaktierte ihren Verlobten und brachte sie zur unteren Aufstiegsstation, nur um dort die schockierende Wahrheit zu lernen. Cletus, Goals Verlobter, handelte nicht aus Liebe. Er hatte eine Vereinbarung mit Ulysses, dem geheimnisvollen Führer des Organon, und Argus, seiner rechten Hand. Sie brauchten die Aufstiegscodes, verborgen in Goals Gehirnimplantat, und sie wollten ihre Erinnerung löschen, damit kein Elysianer jemals erführe, dass unsere Welt bewohnt ist. Denn so unvorstellbar grausam war ihr Ziel. Die Sprengung unserer Welt. Das Video ist 1A. Aber sie hatten die Rechnung ohne den einen gemacht. Oh mein Gott. Er vertauschte die Datasetten und gab Goal die Erinnerung zurück, damit sie die Wahrheit nach Elysium tragen konnte. Der Name dieses einen Mannes, dieses selbstlosen Helden, war Rufus. Schön. Das klingt schon gut an. War das etwa die komplette Geschichte? Der erste Teil. Ich glaube, es wird eine Trilogie. Klingt irgendwie unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich lässig, ja. Aber wenn das wirklich alles so passiert ist, müsste ich dann nicht mit Cletus auf dem Weg nach Elysium sein? Also was machst du hier? Wo ist Cletus? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Und ebenfalls nicht ganz unwichtig, warum steckt ein brennendes Sägeblatt in der Bordwand? Ach so, auch das. Dazu wollte ich gerade kommen. Also, pass auf. Was hat Nanu wieder angestellt? Da ist er wieder, ja. Du kleine Mimose, machst dir in die Hose wegen Schimmel im Kühlfach, das kenn ich ja schon. Doch Koffer zu packen, nur weil alte Socken im Lampenschirm liegen, grenzt fast schon an Hohn. Hat dich, was ich dir erzählt hab, noch nicht ruhig gestellt. Du wächst dir den Meter dick Gras auf den Ohren. Mann, es ging um Deponia, selbst auf Opferung und Plan. Willst du mich rollen, ey, hier nochmal von vorn? Und dann noch einmal von vorn. Sehr schön.
Scheint auch irgendwie deutsch zu sein. Müll. Doc ist da. Müll. Noch mehr Müll. Schön, nicht wahr? Herrlich, genau. Kaum vorstellbar, dass ich hier jemals weg wollte. Ah, Rufus. Das ist der Bursche, von dem ich dir erzählt habe. Der da? Nach deiner Erzählung hatte ich mir einen smarten jungen Mann vorgestellt. Keinen dreckigen Strauchdieb. Unterschätze ihn nicht. Als ich ihn kennenlernte, ja, da war Rufus noch ein, wie soll ich sagen? Sag es ruhig. Ich war ein selbstverliebter Chaot, aber ich habe mich gebessert. Genau. Im Augenblick hilft er zum Beispiel Captain Bozo dabei, den Kutter fit zu machen. Richtig. Ich wollte dich ja fragen, ob ich mir deinen Hammer ausleihen darf. Kein Problem. Nimm ihn dir aus meinem Werkzeugkasten da drüben. Danke, Doc. Du bist der Beste. Ich weiß nicht so recht. Irgendwas scheint mir mit dem Jungen nicht zu stimmen. Aber Oma Utz, wovon redest du denn da? So, ich kann mich bewegen. Sehr schön. Trophäe. Ja, Hussa noch einmal von vorn. Ergibt Sinn. Ich mache auf jeden Fall hier schon mal einen Speicherpunkt. Jo. Ach, jetzt kann ich auch im Menü mit dem Dialog, mit dem Analog, hier mit dem Digipad rumschalten. So finde ich das super. Dankeschön. So, wir brauchen den Hammer. Kann man hier so rumschalten? Ach, er wählt das automatisch an. Ach, da ist Dog, Knopf, Spülknopf, Toilettentür, Oma Utz, Pico. Ach, und komme ich jetzt? Ich dachte, der ist im ja. Okay, das haben sie echt besser gemacht. Hattest du nicht erzählt, dass er an ausgeprägter Selbstüberschätzung leidet? Die Zeiten sind vorbei. Rufus hat viel dazugelernt. Er ist viel vorsichtiger als früher. Machst du dir keine Sorgen, dass er etwas klauen könnte? Ich vertraue ihm vollkommen. Auf mich wirkt dann Rufus wie ein brutaler Schläger. Rufus und brutal? Niemals. Brutaler Schläger. Wo ist der Vogel hin? Unterm Tisch. Also jetzt, ganz ehrlich, ich kann hier jetzt wesentlich besser. Ich laufe jetzt mit dem linken Analogstick rum. Mit dem rechten kann ich zwar durchschalten, was gerade in Reichweite ist, wohlgemerkt. Was in Reichweite ist, das finde ich gut. Okay. Ich hoffe, dass er nicht meine ganze Wohnung auf den Kopf stellt. Er holt doch nur den Hammer. Wie viel Schaden kann er dabei schon anrichten? Viel. Haben wir einen Feuerlöscher mit? Nö. Die Decke? Feuer stecken? Kann sich ein Mensch wirklich so ändern? Es ist ganz einfach. Gebranntes Kind scheut das Feuer. Und Rufus hat sich mehr als einmal die Finger verbrannt. Er hat dazu gelernt. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Versprichst du mir, dass er nicht versuchen wird, mich mit stumpfen Gegenständen K.O. zu schlagen, um meine Sachen zu stehlen? Rufus doch nicht. Als ich ihn traf, war er vielleicht etwas rüde und manchmal sogar respektlos. Aber im Herzen ist er ein sehr feiner Bursche. Versprichst du mir, dass er nicht versuchen wird, mich mit Ach so, mit Kreis bricht man das jetzt ab. Das ist in Ordnung. Ich dachte jetzt halt ersticken, hat er nicht gemacht. Gut. Okay. Oh, da ist der Vogel. Ich sage nur, mir kam er sehr ungeschickt vor. Deine Angst ist vollkommen unbegründet. Seit seinem letzten Abenteuer ist Rufus sehr vorsichtig geworden. Aha. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, den Vogel runterzuspülen, weil raus geht, glaube ich, nicht. Okay. Und wenn bei ihm plötzlich die Sicherungen durchbrennen? Glaub mir, die Zeiten sind vorbei. Und wenn er aufs Klo muss, dann soll er das bei euch auf dem Kutter machen.
Ja doch, Oma. Ich habe nämlich kaum noch Wasser. Er holt doch nur einen Hammer. Ey, das nervt, dass die alle 3 Meter was sagen müssen. Was ist das für ein Knopf? Keine Ahnung. Spülknopf? Okay. Hat er sich denn überhaupt die Hände gewaschen? Natürlich hat er das. Rufus ist sehr reinlich. Das ist gut. Ich habe nämlich nur begrenzte Wasservorräte. Okay, also ich möchte das Feuer da noch ausmachen. Ich weiß aber noch nicht wie. Und ich kriege den Vogel da auch nicht raus. Das ist da unten im Feuer eigentlich der Hammer auf dem Boden? Ja, das ist der Hammer, deswegen... kurz gucken. Ich kann die beiden auch nicht ansprechen. Okay. Ich wüsste jetzt halt gerne... Spülung kannst du nicht betätigen? Ja, aber zieht dran, aber er macht nichts. Er ist also vorsichtiger als früher. Ja, er hat endlich angefangen, aus seinen Fehlern zu lernen. Das wage ich zu bezweifeln. Kannst du denn den Kasten angucken nur? Und wenn bei ihm plötzlich die Seele... Glaub mir. Okay. Also, ja. Das Haus verlassen? Ich habe den Hammer ja nicht. Und es geht nicht. Also ich habe ja hier den Fluxkompensator, Dingsbums da. Was mache ich denn mit dem Feuer? Also ich habe immer noch Zweifel. Dieser Rufus scheint mir ein regelrechter Brandstifter zu sein. Wie heißt es noch gleich? Kein Zweifel brennt so heiß, dass man ihn nicht mit einer nassen Tischdecke löschen könnte. Aber meine Tischdecke ist staubtrocken. Die würde ratzfatz die ganze Bude in Brand stecken. Ach, Oma, das ist doch nur ein Sprichwort. Niemand wird hier irgendetwas in Brand stecken. Okay, also... Aber du musst die Tischdecke nass machen. Ja, das Problem ist, ich kann die Spüle nicht anwählen. Im Kasten vielleicht? Hier ist Knopf und Spülknopf. Ja, ja, aber beim Klo meine ich jetzt, wenn du da in den... Da ist der Sicherungskasten und die Spülung. Bestimmt macht... Rufus ist da für mich sauber. Sicherungskasten. Steckt da doch die Umkehrer rein. Wenn das alles stimmt. So ist es ja auch. Als hätte man bei ihm einen Stromumkehrer eingebaut. Jetzt dürfte statt Spülen das quasi Wasser ausspucken. Auf keinen Fall soll er Opfi-Pieps zu viel zu trinken geben. Oder auch nicht. Na, wenn das deine einzige Sorge ist. Von sowas kann ein kleiner Vogel eingehen. Rufus wird schon nicht aus Versehen deinen Vogel ertränken. Wenn du jetzt den wieder rausnimmst und dann spülst... Also, ja. Und wenn bei ihm... Glaub mir. Dass die ständig quasseln, nervt richtig. Ich will hier Rätsel lösen und nicht genervt werden. So, warte. Ah, und jetzt Spülknopf, kommt das Wasser von oben hier rein. Er würde doch fragen. Auf jeden Fall. Gut, gut. Ich muss damit noch bis zum Monatsende auskommen. Jetzt hast du Wasser in der Spüle, wenn auch widerlich ist. Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Wehe, er verstopft mir den Müllzerkleinerer. Die Schneiden sind so scharf. Andauernd verfangen sich Sachen darin. Ach, Oma, du hast vielleicht Sorgen. Jetzt also den Müllzerkleinerer verwenden. Solange du mir Hauptsache... Versprochen. Oh Mann. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Ganz ehrlich, ich dachte, der macht andere Dinge. Tja. Dein Rufus scheint sich wirklich gebessert zu haben. Der Vogel ist wohl tot. Na holla, da ist ja das gute Stück. Hast du ihn endlich gefunden?
Ja, klar. Das hat aber lange gedauert. Ich hoffe, du hast kein Chaos angerichtet. Niemals. Aber genug geplaudert. Boso wartet bestimmt schon. Entspann dich, Rufus. Es brennt ja nicht. Genau. Ich wollte halt die Decke nehmen und da drauf legen. Ja, hatte ich auch eher gedacht. Was riecht hier eigentlich so seltsam? Rufus, hast du komplett den Verstand verloren? Du hättest beinahe Oma Utz' Hütte in Brand gesteckt. Alles im Dienste der guten Sache. Dein Selbstmord? Meine Reise nach Elysium. Aber Rufus, das hatten wir doch schon. Ich dachte, du seist endlich vernünftig geworden. Geworden? Geblieben. Und genau darum wird mein Plan diesmal aufgehen. Und was soll das bitte für ein Plan sein? Wonach sieht es denn aus? Nach dem Versuch eines Wahnsinnigen, das Prinzip von Aktio und Reaktio zu widerlegen. Na dran. Ach du große Grütze. Sobald ich auf diesen Blasebalg trete, wird der Korken nacheinander die drei Zielscheiben treffen, was infolge einer spektakulären Kettenreaktion die Raketen zünden und das Halteseil kappen wird. Ich habe alles berechnet. Schau einfach zu und lerne. Und halt dich von dem Fallbeil fern, wenn du deine Finger behalten willst. Wieso ist da ein Fallbeil? Alter, Guillotine. Das erste Ziel öffnet den Gashahn am Bunsenbrenner, der daraufhin die Zündschnur entfacht. Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Korken den Bunsenbrenner einfach umwirft? Mein Aufbau fußt auf Wissenschaft, nicht auf irgendwelchen nebulösen Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlichkeitsrechnung ist ein integraler Bestandteil aller Wissenschaften. Tja, bei dir vielleicht. Meine Wissenschaft beruht auf Hörensagen und innerer Überzeugung. Was ist denn mit ihm? Da Blaseball könnte ich jetzt drauf treten. Über ihm ist ein Feuerwerkskörper, eine Pfanne. Als zweites prallt der Korken von dieser Pfanne ab. Das bezweifle ich stark. Auf welcher Basis beruht diese Annahme denn? Naja, ich habe eine Zielscheibe drauf gemalt. Oder etwa nicht? Oh Himmel. Gleich wird eine Entschuldigung fällig. Pass auf deine Finger auf, Doc. Sobald der Korken das erste Ziel trifft, löst die Waage das Fallbeil aus. Es wäre verrückt zu glauben, dass das funktioniert. Aber noch verrückter wäre es anzunehmen, ich wäre hier in Sicherheit. Da gebe ich ihm wohl recht. Nachdem der Korken von den anderen beiden Zielscheiben abgeprallt ist, wird er genau hier einschlagen. Ich habe alles genau berechnet. Wie hast du das berechnet? Wie man Sachen halt berechnet. Man legt sich eine Weile hin und im Schlaf kommen dann diese mathematischen Formeln. Base, Bunsenbrenner, Blasebalg, Feuer. Die Feuerwerkskörper zünden, sobald das Sägeblatt in der Luft ist. Dann erzeugen sie genug Spin, um mich direkt nach Elysium zu katapultieren. Ab der Hälfte begleiten mich sogar Adler, wenn meine Skizze stimmt. Er hat doch auch komplett einmal im Helm, ey. Meine Skizze. Absolut. Der Korken steckt und ist pingeligst ausgerichtet. Also pingeligst mal Daumen. Ja, dann können wir noch mit Doc quatschen. Du wirst es erleben. Ich werde nach Elysium gehen. Hör auf, Rufus. Das Einzige, was du erreichen wirst, ist ein spektakulärer Selbstmord. Keine Panik, ich habe alles berechnet. Gut, dann sind wir durch. Drauf. Schau gut hin. Rufus, nein. Oh! Doc! Oh, Doc, das ist kein guter Platz für ein Nickerchen. Der Bunsenbrenner könnte jeden Augenblick das Wasser in der Vase zerkochen. Und wenn die Waagschale nach oben geht, löst sie die Guillotine aus. Die Zündschnur brennt auch schon. Doc, hörst du denn nicht? Aufwachen! So ein Mist! Doc retten oder nach Elysium? Doc retten oder nach Elysium? Verdammt, was mache ich nur, was mache ich nur, was mache ich nur? Alter! Nochmal Blasebalg. Jo. Und hepp. Zirkusreif wie immer. Oh, jetzt hast du ein Messer. Wieder die Zündschnur durchschneiden. Gas, Bunsenbrenner, Vase, Guillotine. Die Vase kaputt machen, dann kann mit es ja nicht ausgelöst gezielten werden. Wurf könnte ich treffen, aber das würde nur das Fallbeil auslösen. Und okay. Irgendwie bezweifle ich, dass Doc dann noch in der Stimmung für tosenden Applaus ist.
Ich blase sehr Balge. Clever. Ich löse das Problem einfach im Ausschlussverfahren. Doc wird stolz auf mich sein, wenn er nicht in den nächsten Sekunden geköpft wird. Okay, das war offensichtlich nicht das Richtige. Das ist schon kaputt genug. Sehr clever. Ich löse das Problem einfach im Ausstock. Wird stolz auf, wenn er nicht in den... Ja, viel mehr habe ich ja nicht zur Auswahl. Bunsenbrennergas, Pfannenstiel. Soll ich da nochmal drauf? Sehr clever. Ich löse Doc, wenn er nicht in den... Ja. Mit einem gut gezielten Kampf. Aber das würde irgendwie... Ja, sollen wir auf Doc mit dem Messer werfen, oder was? Alles klar. Mit einem gut gezielten... Aber ich weiß einfach nicht mehr, auf welcher Seite das Glasauge ist. Ja, was bringt mir denn jetzt das Messer? Ach so. Vielleicht kann ich ein bisschen Schwarzpulver daraus kratzen. Das sollte die Flugeigenschaften des Sägeblatts ja nicht weiter beeinträchtigen, oder? Das kitzelt. So, jetzt nochmal auf die Pfanne. Mit dem richtigen Schwung könnte ich das Schwarzpulver in den Lufteinzug des Blasebalgs katapultieren. Easy und vollkommen realistisch. Genau. Wenn das Schwarzpulver die Flamme erreicht, könnte sie das Gas entzünden. Und dann gibt's bestimmt eine interessante Kettenreaktion, deren Ausgang sich schwer vorhersehen lässt. Worauf warte ich noch? Es hat geklappt! Ich habe Doc gerettet! Da bin ich mir zwar nicht so sicher, aber alles klar. Oh mein Gott! Er hat nicht mitgedacht. Das ist ja auch Rufus. Rufus? Rufus? Was denn? Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Wie kommst du hierher? Ich verstehe es nicht. Da gibt's auch nichts zu verstehen. Die ganze Geschichte ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Und da wir hier von Rufus der ist verrückt sprechen, genug, dass es wahr ist. Cletus? Natürlich Cletus. Warum so überrascht? Ich bin nicht derjenige, der hier uneingeladen hereingeplatzt ist. Ich bin hier, um meinen Planeten zu retten. Gut gemacht, Dämlack. Goal und ich waren uns einig. Es stimmt, dass ich dem Ältestenrat die Existenz der Deponianer verheimlichen wollte, damit Deponia gesprengt werden kann. Aber Goal hat mich überzeugt, die Wahrheit zu sagen. Wir waren kurz davor, Deponia zu retten. Das Notboot sollte uns nach Elysium bringen. Nun ist es fast zerstört. Wir werden es nicht nach Elysium schaffen. Und der Ältestenrat wird niemals von den Deponianern erfahren. Bravo, Rufus. Das war hochbegabt. Hör nicht auf ihn, Goal. Der lügt wie gedruckt. Ich weiß nicht. Seine Version klingt irgendwie plausibel. Er hat dich schon einmal angelogen. Die Goal, die ich kenne, hätte ihm das niemals durchgehen lassen. Du kennst eben nur einen Teil von Goal. Die idealistische, naive Goal. Ich kenne vor allem die kämpferische Goal, die für ihre Überzeugung einsteht. Es gibt aber noch einen dritten Teil. Und dieser Teil ist auf meiner Seite. Nicht wahr, Goal? Es gibt keinen dritten Teil. Sag es ihm, Goal. Ich weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Natürlich nicht. Bei der brillanten Aktion dieses Flo-Sachs wurde dein Hirnimplantat beschädigt. Was ja langsam zur lieben Gewohnheit wird. Ich bring das wieder in Ordnung. Jetzt kapier es doch endlich. Du wirst hier nicht gebraucht. Wenn du Goal wirklich helfen willst, dann spring ab. Wir sind direkt über dem Meer. Mit etwas Glück überlebst du den Sturz sogar. Nein. Nein, das ist nicht richtig. Na komm. Tu das, was für Goal das Beste ist. Ja, auch das Speichersymbol finde ich schön. So. Ich werde nicht zulassen, dass dieser hinterhältige Verräter Goal nach Elysium begleitet. Plug-Kettle. Eject-Knopf. Kettle. Das sieht aus wie ein Schleudersitz. Nanu, da ist ja noch Staub auf der Plakette. Ein Schrumpfstrahler? Stopp, hey, das ist ja sogar besser als ein Schleudersitz.
Nochmal. Warte, ja. Da ist noch mehr Staub. Krass. Immer noch Staub. Ein Bär. Das Bild das gefällt mir bisher anders. Ich mach das nochmal. Okay, noch ein anderes Bild. Okay, du hast... Nochmal. Und wieder der Schrumpfstrahler. Blasarbeit habe ich als Trophäe jetzt gerade gekriegt. Okay, cool. Also man kann sich quasi aussuchen, womit man ihn weghämmert. So. Ich würde einen Bär lustig finden. Der Bär, mein Favorit. Ich sollte lieber nicht noch einmal pusten. Ich bin das Beste für Cole. Nein, halt! Warum passiert denn da gar nichts? Kann es sein, dass... Oh, oh. Nein, Cole! Oh, Idiot! Cole! Nein, 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 nein! Du verdammter Idiot! Cletus, hilf mir! Warte, geh nicht weg! Ich hol dich! Irgendwie! Siehst du es jetzt? Siehst du, was du für einen Schaden anrichtest? Cletus! Keine Panik, ich mach das! Warum tue ich der Welt eigentlich nicht den Gefallen, dich umzubringen? Ich komme, Cole! Halte durch! Hey, wo willst du hin? Ich hab dich gleich! Pass auf! Das Seil kann jeden Moment reißen! Ah, da bist du. Denkst du etwa, du kannst hier einfach abhauen? Gar nicht getroffen. Sag Tschüss, Rufus. Cletus, nein! Cletus! Jetzt mal so, er hängt ach, mit seiner alten Gondel doch ebenfalls an dem Seil. Dumm. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass er es tatsächlich getan hat. Mach dir mal keine Sorgen. Er ist wie ein Wombat. Er fällt oft, aber er landet immer wieder auf allen, anderen. Crash Bandicoot. Ich weiß. Was ist das für ein Geräusch? Ein Wombat ist. Was zum... Cole? Red kein Unsinn. Wenn das Cole war, dann käme am Ende ja noch... Rufus, ja. Rufus. Rufus. Aua. Ah, ich stehe schon wieder. Es ist alles bereit für die Sprengung, Herr Amtmann. Zur Kenntnis genommen, Sprengwart. Ist noch was? Gibt es keine neuen Anordnungen? Wir könnten jetzt die Zündsequenz einstellen. Ihr Eifer in allen Ehren, aber das hier ist nicht das Gründonnerstagsmanöver. Es geht darum, das gesamte Gebiet um das rostrote Meer zu vernichten, Herrgott, noch vor der eigentlichen Planetensprengung. Ich verstehe, Herr Amtmann. Unterbrechen Sie mich nicht. Ich weiß selbst, was hier auf dem Spiel steht. Denken Sie etwa, ich wäre mir der Tragweite nicht bewusst? Es stimmt. Inspektor Cletus hat Elysium noch nicht erreicht. Wir können nur raten, was ihn aufgehalten hat. Aber solange noch immer Hoffnung besteht, dass er seinen Auftrag erfüllt, besteht kein Grund zur Sorge. Und solange möchte ich auch nichts von irgendwelchen Zündsequenzen hören. Haben Sie das verstanden? Ja, Herr Amtmann. Cletus wird es schaffen. Er wird den ältesten Rat davon überzeugen, dass es kein Leben auf Deponia gibt. Und wenn nicht... werden wir eben dafür sorgen, dass der Planet unbewohnt ist. Weggetreten. Ich habe zu viele eigene Sorgen, um mich auch noch mit ihren moralischen Zweifeln auseinanderzusetzen. Also raus! Raus, habe ich gesagt! Ja, Sir. Wo zum Kehricht steckt dieser Cletus? Da. Nur die besten Legenden starten mit brennenden, durchtrunken Notbootwänden. Was in der Tat Coles Implantat fast zerstört und ihr die Heimkehr verwehrt hat, aber auch Voraussetzung war für das bevorstehende, wenn man ehrlich das Ende des ersten Teils hatte eh niemandem gefallen und so geht es. Und du könntest letzten Endes noch eine weitere Chance auf Happy End. Richtig mit Tanzen und Saufen und allem. Oh mein Gott. Es ist so geil. Jetzt sind wir wieder. Jetzt sind wir auf der schwimmenden Insel. Ja. Oh, also geil. Ich
tippe überhaupt, das ist ein perfekter Titel für die Folge. War es Russa mit Saufen und allem? Ja. Das. Autschi. Ich glaube, ich muss meinen Chiropraktiker feuern. Doc? Wir haben angelegt. Aber wo sind die denn alle? Ah, ein Zettel von Bozo, dem alten Piraten. Piraten. Guten Morgen, Schlafmütze. Doc hat Goal in seine Praxis gebracht. Endlich denkt mal einer mit. Es schien ihr nicht gut zu gehen. Jalla, Blut jalla. Aus den Ohren. Auf Krankenhäuser. Wenn du mich suchst, ich bin in der Spelunke. Spelunke? Das klingt nicht übel. Ah, da steht noch was. Vergiss nicht, bei Doc vorbeizuschauen. Er braucht deine Hilfe. Warum kommt nie jemand ohne mich aus? Ah, schön. Ja, aber... Lass mich raten, das war gerade Trophäe für Hussa mit Saufen und allem. Ja, korrekt. Wollen wir dann hier schon einen Cut machen? Ich weiß nicht, wie weit das nächste Mal ist. Und jetzt wäre ja der quasi perfekte Start. Ja. Für eine nächste Folge. Dann würde ich sagen, war's das fürs Erste. Wenn es euch gefallen hat, Abo da, Like da lassen. Freuen wir uns immer sehr drüber. Ihr habt es natürlich schon davor getan, aber haut auch gerne wieder Comments raus, für ob wir auch noch weiterspielen sollen, Tipps etc. Dann sind wir fürs Erste raus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, und tschö, tschö.